von der Story. Ich finde die Story wirklich schlecht, ne? Ohne Witz. Also der Anfang der Story, der ist echt scheiße, Mann. Dir wird nichts erklärt. Du bist einfach mittendrin. Ja, cooler Spawnpunkt. Weißt du, also der Story-Anfang ist wirklich schlecht, ne? Wo sind denn alle? Da wird nichts irgendwie. Also das will ich mal kurz sagen. Also bei Heat, weiß ja nicht, wer von euch Heat gespielt hat, wahrscheinlich sehr viele. Bei der Anfang von Heat, der ist schon nicht der geilste, ne? Aber da wird der, das hat wenigstens einen Anfang, so, weißt du, der ja auch vernünftig erklärt wurde mit den ganzen Katzen und so, ne? Weißt du, hier, weiß ich, ihr braucht das, glaube ich, nicht nochmal erklären, ne? Aber hier ist es ja so, das Spiel startet und das startet damit, dass du dir einen Charakter erstellst. Soweit, so gut. Dann musst du dir ein Auto aussuchen, warum auch immer. Das ist aber eine Schrottkarre, du suchst dir die Schrottkarre aus und dann geht's einfach los. Du bist mittendrin, so, also, keine Ahnung. Und das Auto ist auch auf einmal auch nicht mehr Schrott, sondern das wurde irgendwie repariert, das hast du natürlich nicht gesehen. Dann fährst du mit dem Auto zu irgendeiner Werkstatt, zu irgendeinem Typ, wo du gar nicht weißt, wer das ist. Irgendeine Olle sitzt neben dir, wo du keine Ahnung hast, wer das ist. Also das ist halt total dämlich irgendwie, ne? Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Aber bei Heat ist das viel geiler gemacht mit der Story, weißt du? Du kommst, du siehst eine Cutscene, wie irgendwas passiert, was zur Vergangenheit gehört. Dann kommt eine Katze, wo du in die Stadt reinkommst. Und du sagst hier zu dem, ist natürlich eine voll dämliche Story, aber es hat wenigstens eine, ne? Du sagst hier, ey, moin, ich bin der Neue. Dann sagt er, ja, moin. Dann sagst du, ja, moin. Ich hab kein Zuhause. Dann sagt er, ja, moin, penn doch hier auf der Couch. Dann sagst du, ja, moin, gerne, ich hab aber auch kein Auto. Dann sagt er, ja, moin, der sucht dir eins aus hier. So, weißt du, aber hier wird dir ja gar nichts. Es hat gar keinen Anfang irgendwie. Du bist einfach mittendrin. Du weißt nicht, welche Schlampe da die ganze Zeit neben dir sitzt. Du weißt nicht, wer dieser komische Typ da in der Werkstatt ist. Was deren Beziehung zueinander ist, weißt du auch nicht. Was meine Beziehung zu der Olle ist, die neben mir sitzt, weißt du auch nicht. Wer diese Karre repariert hat, weißt du eigentlich auch nicht. Ihr wird gar nichts gezeigt. Das ist so dämlich gemacht, ne? Wer ist Alec? Wir fahren irgendein Auto von einem Alec oder so. Wer ist Alec? Keine Ahnung. Cool. Die Story in Heat war echt scheiße, aber da wurde wenigstens ungefähr was erklärt. Hier wird gar nichts gesagt. Es gab auch keine richtigen Katzen bis jetzt. Es gab diese eine Katze am Anfang in der Garage. Oh, Sylvia, der riecht nach Benzin, finde ich geil. Ja, so ein dämliches Gespräch. Also, da wird auch nichts, keine Ahnung, gar nichts. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Wer ist die Olle neben mir? Bin ich mit der vielleicht zusammen oder ist das meine Mutter? Keine Ahnung. Wer ist Alec? Kein Plan. Finde ich auf jeden Fall nicht geil. We'll be right back.